So, hallo zusammen. Wir freuen uns sehr, dass doch so viele wieder zum letzten Webcast in diesem Jahr eingeschaltet haben. Dieses Mal mit einem ganz besonderen Gast. Den stellen wir gleich ein bisschen näher vor, den Alexander Geibig. Wie gesagt, für den Moment erstmal großartig, dass so spät am 23. einen Tag vor Weihnachten noch so viele dazugekommen sind. Das freut uns ganz ungemein. Herrlich. Genau, ja. Sorry. Kein Thema. Das Prozedere eigentlich wie immer, während noch weitere Leute hier in den Raum kommen. Wir werden das so machen, dass wir gleich uns ganz kurz nochmal vorstellen, auch die jeweiligen Firmen, für die wir arbeiten, vorstellen und dann wie gehabt in die Zahlen tauchen. Genau. Warten wir nochmal eine Minute, nachdem wirklich noch einige gerade reinkommen. Genau, vielleicht noch eine kurze Ansage vorweg. Das ganze Thema, der ganze Webcast lebt natürlich auch so ein bisschen von Ihrem Input. Wenn es irgendwelche bestimmten Themen gibt, die Sie in der Zukunft spannend finden, von denen Sie gerne ein bisschen mehr erfahren möchten, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail oder antworten Sie auf die Zusammenfassung, die Sie im Nachgang nochmal erhalten werden. Da freuen wir uns wirklich extrem drauf, Ihre Fragestellungen zu beantworten. Oder auch ganz ad hoc, wenn Ihnen da irgendwas auf der Seele liegt, stellen Sie die Fragen im Chat oder melden Sie sich per Handhebung. Dann freuen wir uns auch, Sie hier freizuschalten und Sie per Ton zu Wort kommen zu lassen. Gut, wenn wir auf die Zeit gucken, Alex, legen wir los. Ja, sehr gerne. Cool, legen wir los. Dann fange ich ganz kurz an. Laurenz Kalthoff, mein Name. Mich kennen Sie schon, glaube ich, seit den vergangenen paar Folgen, wenn Sie ein regulärer Zuhörer unseres Webcasts sind. Ich leite bei Buildingradar das Customer Success Team. Das heißt, die Aufgabe meines Teams ist wirklich, dafür zu sorgen, dass Sie die Informationen, die wir auf Buildingradar liefern, entsprechend von eben nur einer Information hin zu Verkaufschancen entwickeln können, dass eben skaliert klappt. Deswegen an der Stelle übergebe ich an den Alexander Geibig. Der arbeitet nämlich mit der Metaebene dieser Daten. Alles, was Sie von mir im Kleinen erzählt bekommen, macht er da eine ganze Spur größer. Genau, vielen Dank. Ja, mein Name ist Alexander Geibig. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von Alpha Affinity. Wir sind spezialisiert auf datengetriebene Market Intelligence für das produzierende Gewerbe. Das heißt, wir helfen Unternehmen dabei, geeignete Daten zu identifizieren, aufzubereiten und analysieren und zu analysieren und so frühzeitig relevante Insights zu den entsprechenden Märkten zu generieren. Egal, ob das jetzt wirklich so Absatzmarkt Intelligence ist oder auch Supply Market Intelligence. Da haben wir in der Vergangenheit schon einige spannende Use Cases in beiden Bereichen. Und genau, ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Wir werden uns heute mal so ein bisschen das Bigger Picture anschauen, weil ja die große Frage ist, wie geht es 2022 weiter? Und ja, da schauen wir uns natürlich erstmal die Building Radar Daten an, die wieder sehr spannende ja, Insights bereithalten, aber eben dann auch, sagen wir so, das große Ganze und eben die Einflussfaktoren, die auch ganz besonders stark die Baubranche beeinflussen. Cool, legen wir los. Super. Ja, wir wollen starten mit der Anzahl der neuen Bauprojekte. Ich glaube, das ist immer ja, sehr, sehr spannend zu sehen. Hier haben wir die drei Kategorien Büro, Hotellerie und Wohnen. Und wir sehen, die sind normalisiert, dass man den Verlauf auch schön übereinander legen kann und gut vergleichen kann. Und da sehen wir, dass natürlich am Anfang ja so die Entwicklung in der Corona-Krise ist ziemlich gleich ja, negativ gewesen. Aber danach haben sich die Branchen ja doch recht unterschiedlich entwickelt. Der Bürobereich ja auf relativ niedrigem Niveau, während die anderen beiden sich dann doch wieder ganz gut erholen konnten. Und jetzt sehen wir gerade so seit ja seit Herbst, das ist eine Sache, die wir deutlich sehen, und das ist eben in der Hotelbranche, dass die Meldungen wirklich zurückgehen, die Projektmeldungen. Und hier haben wir jetzt mal den Verlauf der Inzidenz über die anderen Zahlen gelegt.
Und da sehen wir schon, gerade bei der Hotelbranche, eine sehr starke inverse Korrelation. Das heißt, ganz grob gesagt, wenn die Zahlen hochgehen, dann gehen die Projekte in der Hotelbranche eher runter. Und umgekehrt, bei der Erholung gingen sie dann doch im Sommer wieder sehr stark rauf. Und jetzt sehen wir eigentlich, und sind natürlich erstmal nur Korrelationen. Kausalität ist dann wieder eine andere Frage. Aber von der Korrelation her ist es schon sehr deutlich, dass wir hier gerade mit dem Anstieg der Inzidenz dann doch einen starken Einbruch sehen. Du hast gerade noch eine ganz wichtige Sache gesagt, Alex, wenn ich da kurz reingrätsche, Sehr gerne. dass es sich hierbei natürlich um Projektmeldungen handelt. Also, Sie wissen, ich glaube, da erzähle ich ja niemandem was Neues, wie weit im Voraus Bauprojekte ja teilweise geplant werden. Das heißt jetzt nicht, dass auf einmal irgendwie, weil heute die Inzidenzen hochschnellen, ein Hotelbauer sagt, ja, mein laufendes Projekt, das packe ich dann wieder in die Kiste zurück. Oder das, was schon irgendwo durchgeplant wird. Also ich gehe mal sehr stark davon aus, dass die trotzdem in der Realisierung dann voranschreiten werden. Was, glaube ich, interessant sein wird, ist, das eben zukunftsgerichtet noch weiter zu betrachten. Also sehen wir zum Beispiel dann nach, was so immer die durchschnittlichen Planungszyklen sind, in einem halben Jahr, in einem Dreivierteljahr oder Jahr, dass da dann irgendwie dieser Omikron-Dip kommt, weil man eben heute Projekte, die normalerweise irgendwie in dieser Stelle konzipiert worden wären, dann aufgeschoben hat. Genau, ja, sehr guter Punkt. Genau, das heißt, es heißt ja nicht unbedingt auch wenn jetzt was aufgeschoben wird, dass man jetzt sagt, okay, ich mache das gar nicht mehr, sondern vielleicht sagt, okay, warten wir jetzt doch vielleicht nochmal ab, bevor wir dieses Projekt wirklich ankündigen. Sehr guter Punkt. Eine andere Sache, die wir hier aber auch sehen, die eigentlich ganz interessant ist, ist der Verlauf der Wohnungsprojekte. Und da sehen wir, dass der eigentlich schon eigentlich seit diesem Zwischenhoch Anfang 2021 oder so zur Jahreswende eigentlich konstant nehmen die Meldungen hier ab. Und seitdem hatten wir mehrere Aufs und Abs mit der Inzidenz, allgemein mit der Pandemie. Sind jetzt ja schon in der vierten Welle. Aber jetzt, wenn man sich den Verlauf anschaut, so richtig, so stark wie zum Beispiel im Hotelbereich, war der Einfluss da nicht. Und da stellt sich natürlich die Frage, was könnten da mögliche Erklärungsansätze sein? Vielleicht, wenn wir hier auch nochmal anschauen, einen anderen Indikator basierend auf den Building-Radar-Daten. Das ist der Frühindikator. Da sehen wir auch, dass wir hier eben bei diesen Frühmeldungen, und vielleicht, Laurens, kannst du dann gleich dazu auch noch was sagen, da sehen wir halt, dass wir hier wirklich auch eher einen abwärts gerichteten Verlauf haben. Gerade so, ja, ab Herbst diesen Jahres, Ende des Sommers, gehen die Meldungen da schon deutlich runter. Und auch hier stellt sich natürlich die Frage, warum ist es so? Das schien ja auch wirklich so, eigentlich, dass wir ab der zweiten Hälfte letzten Jahres gedacht hätten, pass mal auf, das pendelt sich auf einem neuen Niveau ein. Das sieht man auch hier ganz schön zwischen Juli 20 und Juli 21. Das ist fast ein gerader Verlauf, wenn man da den gleitenden Durchschnitt betrachtet. Aber dass es dann halt wieder zurückgegangen ist. Wie gesagt, auch hier wieder, wir schauen da auf die Projektmeldungen, nicht auf die absolute Anzahl der Projekte, gehen aber sehr stark davon aus, dass das sehr eng korreliert ist. Und die Anzahl der Projekte dann halt eben den weiteren Ausschlag nach hinten vor allem spüren lässt. Also was, glaube ich, da wirklich angefangen hat, das sieht man jetzt leider auch, wenn ich mir meine Aktieninvestments angucke, dass da wirklich eine Hiobsbotschaft nach der nächsten auftrifft, was die neuen Corona-Varianten anbelangt. Und das wahrscheinlich hier wirklich ganz massiv diesen Indikator nach unten gedrückt hat. Da, glaube ich, kann man eine sehr. Ich glaube, das hast du auch gerade in der Folie davor gezeigt. Da kann man, glaube ich, eine sehr starke Korrelation sehen. Und wie gesagt, den anderen Punkt von eben, dass die Auswirkung tatsächlich auf die Projekte, die dann stattfinden, erst sehr viel später, vor allem wenn wir da die Baubeginne betrachten, messbar sein wird. Ja, genau. Ich denke auch, Corona ist da, denke ich, auf jeden Fall ein sehr, ja, sehr, sehr großes Thema. Zum einen natürlich direkt Shutdowns, Unsicherheit. Aber was natürlich auch ein sehr großes Thema ist zurzeit in vielen Branchen,
Aber natürlich gerade auch in der Baubranche, das habe ich auch so, kriege ich auch so in meinem Umfeld mit. Das ist auch eben das Thema Lieferengpässe und Preissteigerungen. Wenn wir uns hier mal anschauen, hier sehen wir einen Chart der sieben am meisten ja, im Preis gestiegenen Kategorien. Und das sind alles, wenn man sich das anschaut, das sind alles weniger, ich sag mal, Konsumkategorien, sondern wirklich alles Vorprodukte, Rohstoffe, Materialien, die gerade natürlich auch in der Baubranche direkt oder indirekt benötigt werden. Und da sehen wir wirklich zweistellige Inflationsraten und eben auch Lieferengpässe. Und wenn wir hier jetzt mal die beiden Indikatoren, einmal den Frühindikator und einmal den Indikator für die Wohnungsprojekte drüberlegen, dann sehen wir schon so ein bisschen einen gegensätzlichen Verlauf. Und wir haben das auch mal ein bisschen tiefer analysiert. Das habe ich jetzt hier nicht mit reingenommen, damit es alles ein bisschen, ja, nicht zu überladen ist. Aber da haben wir mit einem Versatz von 3 bis 6 Monaten haben wir da teilweise Korrelationen im Bereich 0,8, 0,9, teilweise sogar ein bisschen höher. Das heißt, da ist schon zumindest ein starker Gleichlauf zwischen den beiden. Aber natürlich, ja, die Frage ist natürlich immer, gibt es da auch eine Kausalität? Wenn man Korrelation anschaut, das kann ja immer sein, das eine beeinflusst das andere oder beides hat einfach die gleiche Ursache, oder es ist einfach reiner Zufall. Das heißt, da muss man dann noch ein bisschen tiefer graben, um wirklich ja, das zu validieren. Und was uns da eigentlich, ja, was genau zur richtigen Zeit gekommen ist, ist der neueste Immobilienstimmungsindex des IW Köln. Nur ganz kurz, also wenn du nochmal eine Folie kurz Ja. zurückgehst, was wir tatsächlich auch auf einer Mikroebene da ganz stark hören, ist von einigen Kunden, die eben auch von laufenden Projekten berichten, die sind schon ein bisschen länger bei uns, ob die jetzt, wo immer die herkamen, wo dann eben erzählt wurde, ja, pass mal auf, also wir merken, dass laufende Baustellen teilweise angehalten oder runtergefahren werden, weil wir gar nicht die Produkte liefern können, die da eigentlich jetzt dann fällig sind. Also das ist schon ganz erstaunlich, also zumindest nicht nur hat das einen Einfluss auf die Meldungen, sondern auch auf laufende Baustellen. Also wir gucken uns ja nicht nur die an, die geplant sind, sondern auch was im Moment schon sich unterwegs befindet. Ich glaube, insofern Kausalität ist hier auf jeden Fall recht stark gegeben. Das müssen wir, wie gesagt, nochmal konterkarieren. Das können wir im nächsten Jahr machen mit der Anzahl von neu geplanten Projekten beziehungsweise den Baubeginnen, was da zukunftsgerichtet sich noch alles entwickelt. Genau, aber zurück zu dir, Alex. Ja, nee, super, guter Punkt. Ich habe tatsächlich auch gestern erst auch hier aus der Gegend eine Geschichte gehört, relativ großes Wohnraumprojekt, an dem jetzt schon 1,5 Jahre die auch vorbereitend gearbeitet wurde, und das jetzt eingestellt wurde oder zumindest pausiert wurde, weil einfach die Unsicherheit so hoch ist, ob überhaupt dann die Kosten in der Zukunft umgelegt werden können. Und um eben ich sag mal, diese anekdotischen Beweise noch ein bisschen zu validieren, da kommt uns eben diese Studie vom IW Köln eigentlich ganz gelegen, die ihren aktuellen Immobilienstimmungsindex wieder erhoben haben und dabei feststellen, dass die Lage eigentlich grundsätzlich noch gut ist, aber sich die Erwartungen durchaus eingetrübt haben. Und ein wesentlicher Grund dafür oder der wesentliche Grund dafür sind die Lieferengpässe und die Preissteigerungen, die insbesondere auch die Projektplanung erschweren und verzögern. Und das hat dazu geführt, dass der Stimmungsindex für die Projektentwicklung fast um die Hälfte gefallen ist, um 22,1 Punkte. Und in der Sonderfrage haben die eben auch ermittelt, dass von den Befragten 79% einen Baupreisanstieg von mehr als 5% erwarten. Teilweise dann sogar große Teile sogar dann weiter im zweistelligen Bereich. Das wird dann, glaube ich, auch schon für den einen oder anderen bei der Marge kritisch. Ja. Wenn man sich das anschaut und das erwartet, muss man mal gucken, ob es da irgendwie ein paar Player gibt, die aus dem Markt austreten oder wie sich das weiterentwickeln wird. Ob da alle weitergegeben werden können an die Bauherren.
Ja, das ist auf jeden Fall also wirklich schwierige Lage, vor allem die Ungewissheit. Ne, das ist halt so wirklich, dass man weiß halt nicht, wie geht es weiter? Steigen wir weiter zweistellig? Haben da später natürlich noch ein paar, gehen in das Thema noch ein bisschen tiefer rein. Aber die Unsicherheit ist glaube ich, gerade das, was es so schwierig macht. Vielleicht auch nochmal eine kleine laienhafte Frage. Diese 22,1 oder minus 22,1, die kann ich in ihrer Größe offen gestanden nicht wirklich einordnen. Genau, sorry, das ist ein Index der geht von 0 bis 100. Und genau, das sind 22 Punkte. Unten ist auch noch der Link mit der Studie. Das ist Ganze auch nochmal im Detail. Aber es war eine Reduktion von um die 50 Punkte um 22 Punkte. Schon signifikant dann. Also Absolut. ganz massiver Einschlag da drin. Ja, genau. Die Frage stellt sich natürlich jetzt, woher kommt es? Inflation war ja schon eigentlich seit vielen Jahren so ein, ich sag mal, Gespenst, das oft wieder aufgetaucht ist, aber dann kam es doch nicht, außer jetzt vielleicht in bestimmten Bereichen, die jetzt in die offizielle Inflationsberechnung nicht eingeflossen sind. Und das, obwohl wir wirklich schon lange diese sehr lockere Notenbankpolitik hatten. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was hat sich jetzt geändert? Warum kommt die Inflation jetzt tatsächlich? Und die Antwort ist, dass sich eben das Angebot und Nachfrage aus dem Gleichgewicht geraten sind. Und die Notenbankpolitik, darauf kommen wir gleich, wirkt hier wie ein Verstärker. Aber ursächlich sind wirklich die Effekte der Pandemie. Weil wir haben eben auf der einen Seite das Angebot geht zurück, weil wir haben unterbrochene Lieferketten durch die Corona-Maßnahmen, wir haben den Fachkräftemangel, es wird weniger produziert, es wird weniger geliefert, wir haben Einschränkungen der Konsummöglichkeiten, auch darauf komme ich gleich nochmal einfach auch durch diese ganzen Restriktionen. Wir haben geopolitische Spannungen, die auch noch hinzukommen. Und auf der anderen Seite haben wir eben auch eine weiterhin starke, vielleicht teilweise sogar noch stärkere Nachfrage, eben durch die weiterhin sehr lockere Geldpolitik, durch sehr hohe Staatsausgaben, Subventionen, gerade in der Krise, eben dann die andere Seite dieser verlagerten Nachfrage, und auch jetzt dann, und da fängt dann eben diese Spirale an, die veränderten Inflationserwartungen. Unterm Strich heißt das also wirklich, Bauen wird ordentlich teuer in der Zukunft. Ja, ich will es nicht zu sehr vorgreifen, aber es sieht schon, wir gehen jetzt auch mal in die Details, einfach weil wir glauben, dass es einfach wichtig ist, um wirklich eine Prognose zu machen oder dass Sie auch eben das weiter beurteilen können, müssen wir einfach verstehen, was sind die Ursachen. Und dann können wir uns für die Ursachen eben anschauen, werden diese weiter bestehen? Wie werden eben die Verantwortlichen möglicherweise reagieren und was wären dann verschiedene Szenarien für 2022? Genau, wir starten jetzt einfach mal mit der Angebotsseite. Und hier haben wir eben einen ganz wesentlichen Punkt, das sind die Shutdowns und die Quarantänen. Das heißt, wirklich die direkten Corona-Maßnahmen, die teilweise Fabrikschließungen bedeutet haben, gerade in China, werden sehr schnell Häfen geschlossen bei den kleinsten Vorfällen. Bei einzelnen Corona-Meldungen werden ganze Häfen geschlossen, lange Warteschlangen, viele Produkte, die warten auf den Weitertransport. Aber auch in anderen asiatischen Ländern vor allem. Da kommt dann zusammen, dass wir auch eben teilweise eine sehr starke Konzentration bestimmter Produkte auf einzelne Produktionsländer haben. Das sind Microchips zum Beispiel, natürlich sehr stark in Taiwan. Jetzt gerade ganz aktuell Magnesium, vor allem China, 95% des Magnesium, des weltweit oder in Deutschland genutzten Magnesiums, kommt aus China. Und dann sind halt auch durch diese Shutdowns und die Quarantänen viele Konsummöglichkeiten eingeschränkt. Das heißt, es gibt einfach per se erstmal ein geringeres Angebot. Reisen, Events, Restaurants, entweder gar nicht zeitweise oder nur sehr eingeschränkt. Und gerade so die ersten, ich habe hier mal so ein paar weitere Datenquellen mitgebracht, die das Ganze schön veranschaulichen. Natürlich,
ist das alles komplexer, lässt sich nicht durch eine einzige Zeitreihe beschreiben, aber ich finde das schon sehr, sehr eindrucksvoll. Das ist der Freightos Baltic Index, ein Index, der die Transportkosten normiert, eben misst, was so eine durchschnittliche Seefracht kostet. Und der hat sich seit Beginn der Krise verachtfacht. Das heißt, heute kostet es 8-mal mehr, Waren vom einen Ende der Welt per Schiff zum anderen Ende zu transportieren. Und es sind jetzt nicht nur die direkten Schließungen, die direkten Quarantänen, sondern auch die Folgewirkungen. Und eine Folgewirkung davon ist der Fachkräftemangel, der zwar schon vor Corona bestand, gerade auch im Logistiksektor, aber es ging immer noch. Es war ein eingespieltes System, das sehr am Limit gelaufen ist, aber es ist gelaufen und ziemlich effizient. Aber dann eben durch diesen ersten starken Shutdown, viele Bestellungen wurden ja, storniert, Kapazitäten wurden runtergefahren, Leute wurden entlassen, gerade auch in Ländern wie den USA, wo zum Beispiel Lkw-Fahrer selbstständig sind, haben Leute ihren Beruf gewechselt. Und auch natürlich durch staatliche Ausgleichszahlungen haben dann viele Leute gesagt, okay, mir reicht es, der Job ist ziemlich anstrengend. Ich habe da eigentlich gar keine Lust mehr drauf. Und jetzt ist gerade fehlendes Fachpersonal in den USA ein wesentlicher Grund, warum die Häfen nicht mehr richtig funktionieren. Weniger jetzt wirklich direkte Shutdowns, was dazu führt oder geführt hat, dass mittlerweile vor der Küste Kaliforniens, mittlerweile sind es ganz aktuell über 100 Schiffe, die dort warten, die dort darauf warten, ihre Ladung löschen zu können und neue Ladung aufnehmen zu können. Was wiederum dazu führt, dass in diesen Häfen Container sich auch aufstauen und am anderen Ende der Welt, in Asien, da wo die Waren produziert werden, keine Container mehr verfügbar sind, um diese wieder abzutransportieren. Das heißt, teilweise werden da jetzt dann neben Schiffe leere Container mit, anstatt gefüllte Container mitzunehmen, weil sie mehr für die leeren Container kriegen, wenn sie sie sofort rüberbringen, als wenn sie noch Waren mitnehmen. Also teilweise wirklich sehr, sehr ungewöhnliche Situationen, die natürlich so dieses ganze komplexe System sehr aus dem Takt bringen. Guck mal gerade hier auch in die Teilnehmerliste. Ich glaube, es gibt da einige dabei, die sich mit dem Thema Holz, was du gerade eben angesprochen hast, ein bisschen konkreter auskennen dürften. Das ist, glaube ich, nämlich ja ein schönes Beispiel für eine dieser Produktgruppen oder Warengruppen, die eben da festhängen und dann nicht mehr entsprechend bei uns hier angeliefert werden. Das betrifft ja nicht nur den Verkehr über den Pazifik, sondern auch hier in unsere Richtung. Genau. Genau. Und hinzu kommt dann eben auch noch obendrauf, und das ist ja vielleicht auch noch ein Faktor, der gerade auch die Hafenschließungen mit beeinflusst. Also es gibt da Stimmen, solche Sachen kann man natürlich selten ganz mit Gewissheit sagen, aber es gibt da durchaus Einschätzungen, die davon ausgehen, dass diese extrem harten Maßnahmen Chinas, was die Hafenschließungen angeht, durchaus auch Teil eben dieses Konflikts zwischen China und den USA sein könnte. Dass eben China auch zeigen möchte, okay, wenn wir wollen, wenn ihr nicht mehr unsere Waren bekommt, unsere Lieferungen, dann habt ihr ganz schöne Probleme. Aber gut, das ist ja reine Spekulation, aber das könnte da auch mit reinspielen. Was denke ich, etwas offensichtlicher ist dieses andere von den vielen Brandherden, die wir heute haben, der andere noch akutere Brandherd, und das ist eben der Ukraine-Konflikt mit Russland. Und damit verbunden natürlich auch das stockende Verfahren zu Nord Stream 2. Und auch diese Thematik ist nicht so ganz einfach zu durchblicken. Teilweise haben wir da dann durch die bestehenden Pipelines werden dann die Lieferungen gedrosselt, was jetzt offiziell nichts damit zu tun haben soll. Gut, da kann sich natürlich jeder selber ein Bild machen. Fakt ist, diese Schließungen und auch so diese ganze Unsicherheit um Nord Stream 2 hat dann in Verbindung natürlich auch mit den Klimamaßnahmen, die jetzt beschlossen wurden und die jetzt natürlich auch zu erwarten sind, und dementsprechend diese große, ja, die Abschaltung zum Beispiel der Atomkraftwerke nächstes Jahr, das Ziel, Kohle zu reduzieren,
das Ziel, eben sehr stark auf Gas zu setzen. Was natürlich alles berechtigte Ziele sind, aber diese Kombination hat jetzt dazu geführt, dass eben das Erdgas extrem im Preis gestiegen ist. Und das ist jetzt nur der Preisindex für November. Da hat sich der Preis schon verdreieinhalbfacht. Und jetzt ganz frisch, sage ich mal, gestern ist der Gaspreis und die Gasfutures wieder auf neue Höchststände gestiegen. Das heißt, hier haben wir wahrscheinlich dann auch im nächsten Monat beim Index, ich weiß nicht, mal 5 oder mal 6, je nachdem, wie sich das jetzt noch weiterentwickelt. Und das sind schon Dimensionen, die vorher so, denke ich, nicht wirklich vorstellbar waren. Die Ja, natürlich vor auch allem auch enorme Kostentreiber entlang eigentlich der kompletten Fertigungs- und Baukette. Also Ja. da steht wahrscheinlich noch einiges an Preisexplosionen dementsprechend ins Haus. Ja, genau. Und ich meine, zu all diesen Punkten gibt es natürlich, ja, es sind sehr komplexe Fragestellungen, die wir natürlich jetzt hier in einer sehr kurzen Zeit versuchen zu umreißen. Aber unser Ziel ist natürlich erstmal so einen Überblick zu geben. In jedes dieser Themen kann man natürlich noch viel tiefer einsteigen und sich die Details anschauen, was wir natürlich auch gerne separat nochmal machen, wenn Sie da Interesse haben. Aber das jetzt erstmal so zum Überblick für die Angebotsseite. Und jetzt wollen wir nochmal auf die andere Seite schauen. Das ist die Nachfrage. Und das ist ja wirklich immer dieses Zusammenspiel zwischen Angebot und Nachfrage. Und da sehen wir jetzt eben weiterhin sehr viel staatliche Unterstützung, staatliche Stimulation, beginnend mit der Notenbankpolitik, die ja schon seit 2008 wirklich extrem locker ist. Wir haben da ja Zinsen eigentlich fast durchgehend nahe Null, in Europa sogar unter Null. Und da ist jetzt das Problem, die Notenbanken sind einfach in einer Sackgasse. Die US-Notenbank hat vor Corona schon mal versucht, die Zinsen zu erhöhen. Das ist auch, ja, schon, wenn Sie hier schauen, die gehen auch hier schon wieder runter, bevor Corona wirklich akut geworden ist, hat sich schon wieder gezeigt, okay, die Märkte können das vielleicht nicht verkraften. Da kann man sicherlich auch sehr lange drüber streiten, ob die richtigen Prioritäten haben. Fakt ist, mittlerweile sind die Notenbanken an dem Punkt, wo sie sich entscheiden müssen. Entweder akzeptiere ich, ich würde nicht mal sagen riskiere, sondern akzeptiere ich einen Marktcrash und versuche eben durch steigende Zinsen und ein Rückfahren der expansiven Geldpolitik da die Inflation irgendwie einzufangen, oder ich setze diesen Kurs fort und akzeptiere, dass wir wirklich in genau diese Situation hineinlaufen, die wir jetzt haben, beziehungsweise diese Situation noch weiter verstärken. Und dementsprechend einfach basierend auf der Historie, basierend auf den Handlungen der vergangenen Jahre, die sich, ich glaube, wenige Ökonomen so hätten vorstellen können, weil eigentlich wirklich absehbar war, dass man in diese Situation kommt, ist es meiner Ansicht nach sehr unwahrscheinlich, dass es wirklich einen deutlich restriktiveren Kurs gibt, beziehungsweise dass, wenn der versucht würde, das sehr schnell wieder revidiert werden würde. Was vor allem jetzt für die USA gilt. Europa, die EZB hat sowieso gesagt, sie werden keinen restriktiveren Kurs fahren. Das heißt ja auch wieder auf die Bauindustrie bezogen, solange das Geld im Endeffekt billig bleibt, lohnt es sich da auch weitere neue Projekte wieder anzustreben auf der Kehrseite. Ne? Also es bleibt weiterhin attraktiv, da zu bauen und zu planen, solange ich nur irgendwie, das war der vorherige Punkt, an die ausführenden Gewerke und Unternehmen komme. Genau, das ist genau der Punkt. Und da werden wir dann am Ende auch nochmal drauf eingehen. Das ist wirklich so eine ganz, ganz wichtige Frage, wenn man jetzt gerade so langfristig plant, ist wirklich die Frage, was machen die staatlichen Akteure? Und wo muss ich dann praktisch mein Fokus, worauf muss ich meinen Fokus legen? Genau. Wenn wir so ein bisschen auf die Zeit gucken, lassen wir ganz kurz die nächsten, ich glaube, zwei, drei Folien sind es noch und dann auf den Genau. Ausblick fürs nächste Jahr kommen. Genau.
Ja, also da können wir auch, das können wir relativ schnell, ich glaube, jeder weiß das. Der Staat hat sehr viel Geld in die Hand genommen, Lohnersatzleistungen gezahlt. Wir haben weitere Konjunkturpakete. Gleichzeitig wird dieses ganze Geld auf die verbleibenden Konsummöglichkeiten und auch Investitionsmöglichkeiten gelenkt. Ja, weiß nicht, vielleicht hat jemand in letzter Zeit versucht, ein Auto zu kaufen oder eine PlayStation 5, vielleicht auch für die Kinder zu Weihnachten. Nicht ganz so einfach. Und das spielt natürlich dann auch im Größeren, beispielsweise Bauprojekte. Da ist natürlich nochmal auch die Investorennachfrage gestiegen. Und der dritte Punkt sind eben die gestiegenen Inflationserwartungen, die jetzt auch wieder, jetzt gehen die Leute davon aus, sowohl Privatpersonen, da haben wir nochmal, haben wir eine Grafik, die eben das auch belegt, eine Umfrage von der Bundesbank, die zeigt, dass die Inflationserwartungen deutlich gestiegen sind, was dann wiederum bedeutet, dass Privatpersonen, aber auch Investoren, Organisationen, denken, okay, jetzt, wenn ich jetzt große Investitions- oder Konsumausgaben habe, dann mache ich die lieber gleich, weil ich weiß nicht, ob ich die Güter später noch bekomme oder ob sie mehr kosten. Und das wird sich mit Sicherheit dann auch in den künftigen Lohnabschlüssen zeigen. Um das Ganze jetzt zu, ja, um zur großen Frage zu kommen, wie geht es 2022 weiter? Kurz gesagt, es ist wahrscheinlich, dass es erstmal so weitergeht. Das hat verschiedene Gründe. Und es kommt natürlich auch darauf an, wie wirken sich die Faktoren aus oder wie entwickeln sich die Faktoren, die wir wenig beeinflussen können, wie beispielsweise Corona. Sollten wirklich weitere Shutdowns nötig sein? Sollte Omikron wirklich so schlimm sein in der Masse für das Gesundheitssystem? Und wirklich Staaten wieder dazu zwingen, die Wirtschaft herunterzufahren? Dann ist wahrscheinlich davon auszugehen, dass gerade die direkt betroffenen Segmente, wie insbesondere Hotel und Gastro, direkt auch in der Nachfrage zumindest kurzfristig betroffen sind. Vor allem sind aber natürlich auch weitere Verwerfungen in den Lieferketten sehr wahrscheinlich. Und das könnte dann teilweise auch noch schwerere Auswirkungen haben, als wir sie bis jetzt sehen, weil einfach der Puffer dieses Systems ist einfach schon ziemlich aufgebraucht. Das heißt, neue Schwierigkeiten könnten auch noch einen stärkeren Impact haben. Bei einem milderen Verlauf von Omikron und etwaigen weiteren Wellen, sollten sich die Lieferketten wahrscheinlich beruhigen. Also dann sollte das alles schon wieder sich normalisieren. Es wird mit Sicherheit länger anhalten, aber sollte sich dann schon graduell verbessern. Unabhängig davon halte ich, wie schon gesagt, eine restriktive Notenbankpolitik für sehr unwahrscheinlich, also wirklich eine deutlich restriktive Politik, gerade in Europa. Das heißt, ich würde schon davon ausgehen, dass die Zinsen erstmal niedrig bleiben werden, und eben auch die staatlichen Ausgaben, auch wenn die sehr davon abhängen, wie jetzt eben das mit Corona weitergeht. Ich glaube nicht, dass die zurückgefahren werden, wenn dann eher weiter erhöht werden. Wir haben ja ein riesiges EU-Konjunkturpaket, das ja noch nicht mal, teilweise noch nicht mal angefasst wurde. Das heißt, da wird mehr Geld in den Markt fließen. Das heißt, ich würde davon ausgehen, dass die Nachfrage auf jeden Fall stark bleibt. Aber es ist natürlich dann die Frage, wenn diese starke Nachfrage oder diese Stimulation auf ein sehr geringes Angebot trifft oder ein geringeres oder auch nur ein gleichbleibendes, dann kann das schon eben zu einer nachhaltigen Stagflation, also kein Wachstum, weil mögliche Projekte einfach nicht durchgeführt werden können und gleichzeitig eben eine Inflation durch diese Knappheit. Und da sind wir eben genau bei dem Punkt, den du angesprochen hast, Laurenz. Ich glaube, das ist wirklich die Frage. Die Frage ist, laufen wir bei der nächsten Krise oder auch noch mit der aktuellen Krise, wird sich das drehen, zum Beispiel durch eine restriktive Notenbankpolitik hin zu einer Rezession, wo sich vielleicht die Angebotsseite entspannt, aber wir weniger Nachfrage haben? Dann ist natürlich die große Frage, wie kriegt man Projekte, wie kann man das Auftragsbuch füllen? Oder was ich jetzt persönlich, aber Vorhersagen sind ja immer schwierig, aber was ich für wirklich wahrscheinlicher halte, wird die Nachfrage weiter stark sein, aber es wird wahrscheinlich immer schwieriger, Materialien, Vorprodukte, Mitarbeiter,
Dienstleister und so weiter zu finden. Das heißt, das ist dann der kritische Part der Strategie, würde ich sagen. Ja, ganz genau. Hast gerade alle Punkte vorweggenommen, die ich da noch Ah, dazu hätte. sorry. Alles gut. Genau, und ich meine, Energie wird sicherlich weiterhin geprägt sein von Unsicherheitsfaktoren. Ich meine, wir haben den Ukraine-Russland-Konflikt und natürlich die Auswirkungen der Energiewende, wie eben schon beschrieben. Und was vielleicht auch noch wichtig ist, im Kopf zu behalten, ist, dass die Wahrscheinlichkeit von White Swan Events. Ich glaube, jeder kennt mittlerweile das Black Swan Event, ein sehr seltenes, aber sehr schwerwiegendes Ereignis, das sehr schwer vorherzusehen ist. Ich glaube, wir haben sehr viele Risikofaktoren, die sehr, ich sage mal, die auf dem Radar sind, die jetzt nicht, wo ich jetzt nicht sagen würde, die passieren auf jeden Fall, aber die eine gewisse Wahrscheinlichkeit haben, nicht ganz unwahrscheinlich sind, und die, ja, wo die Wahrscheinlichkeit, dass eines von diesen möglichen Ereignissen eintritt, nicht so gering ist. Sei es jetzt neue Covid-Varianten, die schwerer sind, weitere Konflikte auf geopolitischer Ebene. Ich meine, da ist ja nicht nur Russland und Ukraine, da ist ja auch die Region um Israel. Da sind andere, China und seine Nachbarn, auch andere, die jetzt mehr im Hintergrund sind. Also da ist schon viel Potenzial für weitere Ereignisse. Die chinesische Immobilienblase, wo heute noch nicht so ganz klar ist, platzt jetzt wirklich? Und wenn sie platzt, hat das Auswirkungen auf den Rest der Welt? Sollte es wirklich signifikante Zinserhöhungen geben, wird es mit Sicherheit zu einem Aktienmarktcrash kommen oder allgemeinen Finanzmarktcrash. Das ist ja nahezu sicher. Die Frage ist, wie weit geht man mit den Zinserhöhungen und was akzeptiert man? Aber in der Folge dann eben auch möglich Insolvenzen systemrelevanter Banken, was man natürlich nicht möchte. Aber ja, wir haben gesehen, was 2008 passiert ist. Und alles in allem, wie schon gesagt, die Effekte der negativen Ereignisse, die möglicherweise eintreten, hängen eben sehr stark von der Reaktion der staatlichen Institutionen ab. Das ist doch eigentlich ein gutes Schlusswort. Wir sind eh Aber schon ein bisschen. wir wollen ja nicht nur mit Übel enden, nicht nur so pessimistisch, weil ich glaube ja, man kann da ja wirklich, wenn man vorbereitet ist, kann man ja sehr gut auch reagieren. Und deswegen vielleicht noch ein, zwei Handlungsempfehlungen, wenn wir die Zeit noch haben. Gerne, lass da gerne kurz drüber gehen. Falls es für den Zuschauerraum irgendwelche Fragen gibt, die Sie die ganze Zeit schon auf der Zunge tragen und unbedingt stellen möchten, schreiben Sie gern schon mal in den Chat oder heben Sie Ihre Hand, dann werde ich Sie gleich freischalten. Dann können wir uns darüber austauschen. Alex, aber bitte, Genau. ich gebe dir das Wort zurück. Danke, ganz schnell. Verstehen Sie den Markt, Ihren Markt und auch die externen Faktoren, die Sie beeinflussen. Modellieren Sie möglichst verschiedene Szenarien, nicht nur eins. Es sind viele mögliche. Es ist schwer zu sagen, was wirklich eintritt. Erkennen Sie die neuen Entwicklungen mit Hilfe geeigneter Daten, am besten früher als der Rest des Marktes, sodass Sie schneller reagieren können. Und diversifizieren Sie Ihre Strategie, also dass Sie auch unvorhergesehene Ereignisse weniger stark treffen. Also nicht alles auf den Hotelbau setzen. Genau. Cool, soweit. Danke auch erstmal dafür, Alex. Sehr cool, das auch mal ein bisschen aus einer anderen Brille zu bekommen. Und ich bin mal gespannt, was wir mit den ganzen Daten im nächsten Jahr noch alles anstellen können. Das ist ja nur ein kleiner Anfang und Vorgeschmack gewesen für den Zuschauerraum. Ich hoffe, Ihnen hat das Spaß gemacht, da auch ein bisschen eine ökonomische Perspektive mit dabei zu sehen. Das werden wir in Zukunft, wenn Ihnen das natürlich zusagt, auch entsprechend fortsetzen, dass wir eben nicht nur die Daten von Buildingradar betrachten, sondern eben auch ein bisschen gucken, was heißt das im größeren Kontext. Also was können wir daraus schlussfolgern? Was gibt es da für Korrelationen mit anderen Events, die irgendwo stattfinden, um eben da möglichst gut eingebettet in die Gesamtsituation die Lage betrachten zu können? Wie gesagt, ich sehe, dass die ersten schon aus dem Raum rausgehen, sind schon auch ein bisschen drüber und ich glaube, so langsam wollen dann die Leute auch in die Weihnachtsferien starten. Das Wie ist gesagt, richtig. Sie erhalten im Nachgang sowieso nicht nur Folien, sondern auch die Aufzeichnung von diesem Vortrag. Deswegen antworten Sie gerne auf die E-Mail, was Ihnen gefallen hat, was Ihnen auch nicht gefallen hat oder wo Sie eben Anregungen für weitere Themen und Punkte hätten. Das schauen wir, wie gesagt, für Sie sehr gerne an.
Cool. Ansonsten an der Stelle, wenn da nichts mehr kommt, wir sind noch ein, zwei Minuten da. Bleibt uns eigentlich nur noch, zumindest von Buildingradar Seite, und ich glaube, Alex, das gilt für dich genauso, Ihnen schöne Weihnachten zu wünschen. Haben Sie entspannte und schöne Tage mit Ihrer Familie. Kommen Sie gut ins neue Jahr und wir sehen uns in alter Frische, ich denke mal Ende Januar wieder. Ja, von meiner Seite natürlich auch alles Gute fürs neue Jahr, frohe Weihnachten, erholsame Tage und ja, hoffentlich bis ins nächste Jahr. Sehr cool. Dann beschließen wir das gerade.